Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Vielen Dank für den Support vom Wochenende und nochmal Gruß an den Jan, an den Itzu, der mich ja so richtig heftig mit ganz, ganz vielen Verfolgern, beziehungsweise der mir einen richtig fetten Host reingeballert hat, am Samstag in dem Stream. Wenn ihr den Stream nicht gesehen habt, ich verlinke euch den einmal oben und ich glaube auch ganz am Ende einmal. Er ist jetzt endlich online gekommen. Es dauert immer ein bisschen, bis der gerendert ist und ich gucke ihn dann ganz gerne nochmal. Vielleicht muss ich das ein oder andere dann ja rausschnibbeln. Das kann man unter YouTube übrigens auch machen. Und dann geht er in der Regel erst online. Ich bastel dann meistens noch ein schönes Kärtchen, dass ich ein bisschen einsortieren kann. Und dann klappt das schon. Aber nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und ihr habt es im Thumbnail gesehen, wir haben so ein bisschen Halbzeit. Es ist ja jetzt nicht ganz Halbzeit. Wir haben jetzt schon 4 Tage, zumindest hier bei uns. Ich glaube, einige von euch in den Clans sind jetzt schon bei 5 Tagen. Wenn nicht sogar 6 Tagen. 6 Tage kann, glaube ich, nicht sein. Aber im 5. Spieltag. Und wir gucken einfach mal rein. Ich ziehe nur ein Fazit hier für den Clan Spätzle mit Soos. Ich bin hier kein Lenker und auch kein Denker in diesem Clan. Und ich sage immer, ich mache immer das, was von mir gefordert wird. Gefordert ist hier oben bei uns, ich sage mal so, was das Spielerniveau angeht, vielleicht grenzt sich da der ein oder andere denn doch schon aus, immer stabile 2 Sterne zu holen, sodass wir hier Liga halten oder vielleicht sogar ein kleines Stück nach oben gehen. Aber wir sind hier gerade, wenn es darum geht, dass es keine Dips gibt und auch keine Scouts, weil du hast ja nur einen Angriff hier, musst du dementsprechend hier so ein bisschen liefern. Und ihr seht das, wir haben hier den ersten Clankrieg, der war super, super knapp. 27-27 nur nach Prozent gewonnen. Der Gegner hat, glaube ich, genauso viel gefehlt wie wir. Das heißt also, kein 3-Sterner, 12 2-Sterner, 3 1-Sterner, ihr seht das. Aber wir waren prozentual ein kleines bisschen besser, hatten also im letzten Angriff hier vom Swash so ein bisschen die Nase vorn. Bis dahin waren wir auch prozentual absolut gleich. Das war hammer spannend, aber ich meine, wenn du dann einen Angriff noch offen hast, aber der Angriff musste auch 2 Sterne werden. Also ein Stern nur hätte hier in dem Fall nicht gereicht, dann hätten wir 27, 26 verloren. Mit netten Prozenten, keine Frage, aber verloren. Und deswegen musste hier in jedem Fall auch vom Matze hier geliefert werden. Und es sieht erstmal, ein bisschen mau aus. Ihr seht das, 25%. Und noch so viel von der Base über. Das ist dann schon richtig, richtig heftig. Aber hier mit dem Felsenwerfer und jetzt zusätzlich noch als Unterstützung hier reingebracht, den Fledermaus-Spell, kann man sicherlich machen. Und ihr seht, die Fledermäuse sorgen hier auch reichlich für Trouble. Ich meine, sie gehen natürlich vorzugsweise erstmal auf defensive Gebäude, also auf Verteidigungen. Und wenn da nichts mehr da ist, gehen sie auch auf was anderes. Aber ich habe, glaube ich, noch keine Fledermaus mal jemals auf ein Lager fliegen sehen. Zumindest jetzt nicht nach dem Nerf. Ja, vorher war das sicherlich der Fall, wo man mit dem auch mal gerne gedreiert hat. Aber ich glaube, hier sind das stabile 2 Sterne geworden. Das ist hier Ziel. Und ja, bis jetzt, es geht. Es geht. Also die Liga hier ist auch grenzwertig, was so ein bisschen Nerven angeht. Da liegen auch manchmal die Nerven so ein bisschen blank. Und wenn dann einer bei uns 3 kassiert, dann heißt es auch gleich ganz, ganz schnell, oh, muss eine andere Base haben und, und. Ja, die hat in 30 Clankriegen vorher gehalten, die Base. Und plötzlich soll ich sie umbauen, nur weil sie einmal einen 3er kassiert. Ich bin da immer überhaupt nicht einsichtig. Kann ich euch sagen, und meine Base hat auch schon mal 3 kassiert in ganz normalen CK. Ich habe sie aber trotzdem einfach drin gelassen, habe sie etwas modifiziert, wo ich dann eine Falle umgesetzt habe oder die Gebäude wieder ein bisschen enger aneinander gemacht habe, sodass man nicht irgendwo Prozente bei mir ablutschen kann. Aber da ist auch jeder anders. Viele bauen dann immer sofort eine komplette andere Base. Da ich ja Basebau-Muffel bin, mache ich das nicht. Zweiten Clankrieger, seht ihr hier unten ja schon, haben wir mal nach Stern gewonnen. Haben wir mal nach Stern gewonnen. Ist natürlich auch nicht schlecht, das Gefühl zu haben, du bist immer 1 Stern vorwärts, weil der Gegner halt etwas mehr, glaube ich, jetzt muss ich mal schauen, der Gegner hat irgendwo ja gefehlt. Hier auf 2-mal hier oben, auf den Chuck und auf den Eyewitness. Und das verschafft einem dann natürlich einen kleinen Vorteil, sodass der Gegner dann immer gezwungen ist, irgendwo mal einen 3er rauszuholen. Und da ihm das nicht gelungen ist, lag das Ganze natürlich so ein bisschen auf unserer Seite. Auch hier seht ihr wieder nicht ein einziger 3-Sterner dabei, alles komplett 2-Sterner mit auch nie so richtig viel Prozenten. Also es ist teilweise schon echt eine Qual.
Wenn du in der normalen Liga ja kämpfst, dann hast du immer die Chance, also nicht in der normalen Liga, sondern in den normalen CWs, dann hast du ja immer die Chance, noch etwas zu verbessern mit dem zweiten Angriff. Das heißt also, ich sag mal, wenn man die hier jetzt mit 2 Sternen und 57% macht, wie die Laura das hier macht, dann kannst du natürlich mit dem zweiten Angriff hier entweder einen Dreier holen, wenn nicht sogar mehr Prozente als denn 57, je nachdem, wie der Clankrieg jetzt ausgeht. Aber Laura ist hier noch, glaube ich, noch nicht ganz so geübt mit den, vor allen Dingen mit den Drachen und Elektrodrachen. Liegt aber auch daran, dass sich natürlich dieses Spiel hier mit den Truppen auch so ein bisschen verändert hat. Also ich habe hier jetzt relativ selten, man sieht es immer noch, aber relativ selten die Angriffstaktik zum Beispiel Bola-Hexen Riesen gesehen. Jetzt hier. Das ist alles bezogen jetzt auf unsere Truppe, sondern irgendwo kommen jetzt auch wieder mal gerne Truppen, die man nicht so gerne genommen hatte. Ein Queen Walk oder ein Queen Charge mit Minern zum Beispiel habe ich jetzt, damit habe ich hier, glaube ich, in 2 Kriegen meine beiden Sterne geholt. Das ist für mich war es immer oder ist es immer eine saubere Taktik, um irgendwo 2 Sterne rauszukitzeln. Wenn auch nicht mit super vielen Prozent, aber irgendwo kannst du dann, du kannst immer noch ein bisschen was rum umbiegen mit dem Minern, wenn dir die Queen flöten geht, weil du nicht aufgepasst hast oder aber, dass die völlig woanders hergeht, wo du meinst, da sollte die eigentlich nicht lang latschen, weil dein Funnel nicht funktioniert, dann kannst du mit den Truppen, gerade mit den Minern, finde ich, immer noch so ein bisschen was umlenken. Und gerade wenn es dann Richtung Rathaus geht mit den Minern, finde ich, sind die für einen 2-Sterner immer erste Wahl. Aber nichtsdestotrotz, den dritten haben wir leider verloren, wenn auch verdient. Den haben wir mal richtig verdient verloren und ihr seht das hier, richtig eine Klatsche gekriegt. 32, 30, ich meine 30 Sterne gegen den derzeit, ich glaube damals, ja, gegen den derzeit zweiten, das ist natürlich auch schon nicht schlecht. Das hat bisher kein anderer Clan vor uns, glaube ich, hier gegen diese Truppe geschafft. Wir spielen ja aktuell gegen den ersten und ja, die haben uns richtig, richtig weggeballert. Ich glaube, ja, 4 3-Sterne haben die gemacht. Richtig krasse Sache. Und ich kann euch auch einen Gegnerangriff zeigen. Auf den, ich glaube, es ist auf dem Yu. Den habe ich auch schon im Livestream gezeigt. Der hat tatsächlich jetzt mal die Base getauscht und deswegen kann ich euch ruhig mal eine Base zeigen. Also das ist jetzt auch eine Base. Der Yu wird hier nicht jedes Mal gedreiert. Ja, aber wenn du natürlich siehst, dass der Gegner immer bei dir auch hohe Prozente vor allen Dingen holt und immer so an die 90% an deine Base geht, dann ist es vielleicht doch an der Zeit, mal irgendetwas zu tun. Ich weiß, ich grenze mich da nicht aus. Ich mache wenigstens ein ganz kleines bisschen was. Aber wie gesagt, so der richtige Basebauer und der Lenker hier, was so ein Design angeht und so, bin ich überhaupt nicht. Bin ich überhaupt nicht. Das sage ich auch immer wieder. Ich meine, einige fragen ja auch in den Kommentaren immer, Toto, kannst du mal eine Base bauen oder einen Speed-Basebau machen oder was auch immer. Aber das wird nichts. Das ist einfach so. Und und hier sehen wir es auch. Queen leider nicht ganz geschafft, beziehungsweise, doch, die Queen, entschuldigt, die Queen hat es gerade so gepackt, aber er musste sie schon zünden, denn so ein König hier, der haut, das ist schon richtiger Haut drauf auch. Und jetzt geht es aber hier mit den Elektrodrachen. Dann weiter mit Loons und auch hier der Felsenwerfer. Richtig gute Maschine, muss man sagen. Richtig gute Maschine. Und ich habe jetzt in einigen Kämpfen auch wieder gesehen, auch von den Gegnern, dass die Maschinen auch wieder ein bisschen anders genutzt werden. Also sie, gerade der Mauervernichter zum Beispiel, wird nicht mehr ausschließlich dafür benutzt, jetzt der Mauerbrecherersatz zu sein, sondern er wird schon sehr, sehr häufig dazu benutzt, irgendwo an einer anderen Stelle eingesetzt zu werden, wo es dann sinnvoll erscheint. Und dann doch eben irgendwo die ersten Truppen dann wieder mit Mauernbrecher in die Bases gehen. Finde ich nicht schlecht, dass der Weg wieder dahin geht. Denn auch der Mauerbrecher hat ja so ein bisschen mit Einzug des Mauervernichters. Erstmal haben, glaube ich, ganz, ganz viele gedacht, als sie das erste Mal so eine Karre gegen eine Mauer fahren sehen haben und haben gesagt, da brauche ich keinen Mauerbrecher mehr. Ist aber nicht so, glaube ich. In manchen Taktiken ist das nicht mehr so.
Und da kann man die sicherlich ein bisschen anders einsetzen, glaube ich zumindest. Auch das kann ich nicht genau deuten. Dazu müsste ich auch viel, viel mehr üben, was ich ja auch nicht tue. Mir fehlt auch manchmal wirklich so ein bisschen die Zeit. Das liegt natürlich hier auch am Videodreh, dass ich auch in verschiedenen Clans immer bin. Deswegen komme ich natürlich auch nicht immer unbedingt dazu, mal eben 30 Friendly Challenges hier am Stück mit meiner Meute hier zu machen. Und im aktuellen Krieg, da seht ihr, gegen den ersten verlieren wir auch, denn auch der erste, jetzt mit 31, die sind schon durch und wir sind auch durch, haben wir auch hier, glaube ich, verdient verloren. Ein 3-Sterner hat denen jetzt auch gereicht, muss man sagen, denn mit only 2-Sternern wären wir hier dann auch nur auf 31-30 gekommen. Ist uns diesmal auch nicht gelungen, ist aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ich denke mal, wir blicken ganz zuversichtlich in die nächsten drei Partien hier rein, denn da ist noch alles offen. Und so ein bisschen müssen wir immer ein bisschen, ich übe ja mal ganz, ganz gerne so ein bisschen beim Farmen. Das soll es erstmal jetzt von der Liga gewesen sein. Ich mache noch einen Angriff. Ich bin in Champion 2, da habe ich eine kleine Suchzeit komischerweise. Also kurzer Cut und dann hauen wir die Truppe hier mal weg. Okay, hier haben wir ein Rathaus 12 für uns gefunden. Ich denke mal, den machen wir jetzt einfach mal. Mal sehen, wie das hier funktioniert. Auch beim Farm, ich will jetzt mal so ein bisschen boosten vor allen Dingen. Das hat den Hintergrund, dass ich bald mit meiner Base durch bin. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Und ich nehme hier jetzt mal, jetzt kommt sicherlich der König, gleich auf meine Queen zu. Dann nehme ich mal einen Miner zur Hilfe. Oh, der rennt weg. Okay, ah nee, doch, da kommt er. Komm, ein bisschen mit der Schippe hier. Ich will jetzt nicht unbedingt für den King hier meine Queen hier jetzt drauf gehen lassen. Okay, das haben die beiden ganz gut gemacht. Und jetzt muss ich aber mal schauen, welchen Weg sie eigentlich geht. Oh, Alter, ich habe einen Klonzauber dabei. Oh Gott. Oh, ich habe einen Klonzauber dabei. Okay. Ja, da muss ich jetzt irgendwas machen. Dann nehmen wir hier schon mal einen King. Dann kann hier ein bisschen weiter gefunnelt werden. Und dann würde ich sagen, schicken wir hier auch unsere Karre jetzt rein. Gegen die Mauer ist auch immer der Hammer. Und 1, 2, 3. Oh, ich habe ja ein paar Mauerbrecher dabei. Die könnte ich natürlich hinten bei der Queen mal einsetzen. Aber die ist jetzt sowieso schon jenseits von Gut und Böse, rennt die jetzt schon rum. Okay, dann haben wir aber hier schon mal ganz nett, glaube ich, gefunnelt. Wir dürfen auf gar keinen Fall unseren King vergessen. Oh, die Queen war da hinten, glaube ich, im Single Inferno. Und ja, jetzt habe ich meine Truppen so ein bisschen aus den Augen gerade mal verloren. Okay, da eiern sie noch rum. Ich glaube, dann friesen wir den hier mal. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Klonspell. Ich muss ihn ja irgendwo anwenden. Alter Falter, was habe ich jetzt geklont? Ich glaube, ich habe jetzt die Loons geklont und ich habe die Miner geklont. Auch nicht schlecht. Allerdings müssen die sich jetzt gerade durchbeißen. Oh, mein King ist noch dabei. Oh, das ist cool. Ich habe das Rathaus gekriegt. Na, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so übel. Und da sind die Miner immer noch unterwegs. Ich hatte jetzt auch ein bisschen wenig Heil. Okay. Dann kann ich hier nochmal meinen Bogenschützen setzen, die Bogenschützinnen setzen. Aber ich glaube, so an Lot kriegen wir jetzt nicht mehr wirklich viel. Die Miner sind auch meiner Unterheilung jetzt, jawohl. Aber das ist auch ein Single Inferno und jetzt haben wir auch keinen Miner mehr, okay. Aber nicht so schlimm. Wir haben ja das meiste an Lot mitgenommen und immer mal, ich meine, das ist jetzt auch mal wieder Mausgeklicke hier. Ich denke mal, wenn ich die Angriffe am Tablet mache, wo ich eigentlich only meine CK-Angriffe machen oder halt auf meinem großen Handy, dann sieht das immer ein bisschen besser aus, aber das reicht mir hier mit dem Bonus auch und so kommen wir hier unserer Base zumindest ein bisschen näher, was ein bisschen Lot angeht. Ich meine, den Kriegslot gibt es jetzt leider nur vermindert und so traurig, grau und trüb heute das Wetter war, so ist es leider hier auch im Moment in Clash of Clans. Es gibt endlich wieder Events. Ah, da leuchtet doch die Sonne. Also es gibt wieder Events. Und die upcoming Events, feiner meiner. Wunderbar, bin ich sowieso gerade mit bei. Titanic Strange, okay. Und Clan Games. In 4 Tagen fangen die Clan Games wieder an. Ich freue mich, dass ich wieder ein bisschen Futter für euch habe. Und mit euch über diese Sachen sicherlich auch mal wieder diskutieren werde. Bis dahin, habt einen schönen Wochenstart. Euer Toto. Clasht.